Vielen Dank, Claudia, für die Unterstützung und die tolle Einführung. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu dem Thema, wie arbeite ich mit einem Beirat zusammen, weil wir immer wieder das Thema haben bei neuen Unternehmensgründungen. Ab wann gründe ich eigentlich einen Beirat mit in meinem Unternehmen und wie arbeite ich mit dem zusammen? Was sind die Rechte und Pflichten darin und wie gestaltet sich das aus? Vielleicht ganz kurz zu mir, Tanja Emmerling. Ich bin Leiterin des Standortes vom HTGF hier in Berlin mit einem ganz tollen Team. Wir sind sehr aktiv hier in Berlin vor Ort, auch immer wieder mit freien Pitch-Sessions, wo ihr uns kontaktieren könnt und mit euren Fragen auf uns zukommen könnt. Und ja, bin seit 2014 beim Hightech-Gründerfonds, habe mein Portfolio aufgebaut und bin Partnerin aktuell mit einem ganz tollen Portfolio, von dem ich auch schon einiges rausverkaufen konnte. Ich gebe eine ganz kurze Einführung zum Hightech-Gründerfonds, damit wir uns kurz vorstellen für diejenigen, die uns nicht kennen. Der Hightech-Gründerfonds ist seit 2005 am Markt aktiv. Wir sind aktuell in der dritten Fondsgeneration, haben 900 Millionen unter Management. Schon sehr viele Investments gemacht, über 600, eine ganz große Exit-Pipeline mit Erfolgen seht, mit über 100, eine wahnsinnige Investition in unser Portfolio auch von weiteren Investoren bekommen. Das heißt, wir können auf eine große Erfolgshistorie zurückschauen. Wir investieren in der Seed-Phase, das heißt Unternehmen, die maximal 3 Jahre sind und nicht entsprechend viel Investment schon an Bord haben. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir eine ganz große Bandbreite an Fondsinvestoren haben, die in unseren Fonds investiert sind. Das heißt, von wirklich großen Corporates wie einer BASF oder einer SAP bis hin zu kleinen Unternehmen, die selber einmal Startups waren, wie eine Fontoff, sehr innovationsgetriebenen Unternehmen wie einer Bosch oder auch Familienunternehmen wie einer Haniel, die sehr professionell im Venture-Bereich unterwegs sind und für unsere Startups auch gute Ansprechpartner sind, um Kooperationen auf den Weg zu bringen, Marktpartner zu sein, Investoren oder auch später vielleicht ein Exit-Partner sein zu können. Wie investieren wir? Wir investieren in der frühen Phase in den ersten 3 Jahren bis zu 600.000 im ersten Seed-Ticket bis maximal 1 Million und können bis 3 Millionen in ein Startup investieren. Wir machen das zugeschnitten auf die entsprechende Beteiligungsformat, vornehmlich auch mit Eigenkapital. Wir können das alleine machen, aber auch sehr gerne mit Partnern zusammen, je nachdem, wie sich Finanzierungsrunden gestalten. Wir machen das sehr erfolgreich. Wir können auf eine große Bandbreite an Exits zurückblicken über die letzten Jahre. Auch dieses Jahr haben wir schon vieles weitere an Exits vollziehen können. Das heißt, wir können sehr verlässlich sagen, dass wir in geeignete Targets investieren können. Und jetzt wollen wir eigentlich auch schon in das Thema Beirat einsteigen. Warum habe ich dieses Thema gewählt? Weil es nicht unbedingt immer klar ist, welche Rolle dieser Beirat im Unternehmen hat. Das heißt, er formiert sich manchmal aus einer rein beratenden Rolle, übernimmt dann aber bestimmte Entscheidungsfähigkeiten, deren Rolle er gar nicht hat. Oder es werden sehr frühphasigen Beiräte eingerichtet, obwohl sie noch keine wirkliche Funktion haben im Unternehmen und damit das Unternehmen unter Umständen in den ersten Phasen sehr belasten können. Das ist manchmal irritierend für die Gründer. Deswegen haben wir überlegt, einmal Klarheit zu schaffen, was ist der Beirat, welche Funktionen kommen ihm zu, auch welche Rechten und Pflichten, um damit eine Klarheit in den einzelnen Rollen zu haben und die Zusammenarbeit einfach auch leichter gestalten zu können. Damit wollen wir in dieses Thema einsteigen. Das heißt, zur Orientierung einmal zu klären, was ist ein Beirat in der GmbH und was ist er in der AG, einen Blick zu werfen auf das Wirtschaftsrecht, was damit zu bekunden ist. Dazu gesagt, ich selber bin keine Juristin und gebe auch in diesem Fall keinen juristischen Rat, sondern einfach einen Überblick, wie man mit einem Beirat zusammenarbeitet und wie das Einzelne verortet ist. Dazu auch die Anforderungen, die man stellen sollte an die Beiratsmitglieder, die in einem Unternehmen dieses Amt wahrnehmen, wie man den Beirat einrichtet und darüber hinaus, was die Konstellationen sind von einzelnen Beiräten und was man in solchen Sitzungen mit einem Beirat beachten sollte. Und ganz zum Schluss auch sozusagen die Felder zu dokumentieren, in denen es mit einem Beirat zu Konflikten unter Umständen kommen kann und warum.
So. Steigen wir einmal ein. Es gibt eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen GmbH und AG dahingehend, dass in der AG der Beirat zwingend bzw. der Aufsichtsrat zwingend erforderlich ist und sich eben auch entsprechend komplett nach dem Aktienrecht richtet. Das ist in der GmbH anders. Das heißt, unter einer bestimmten Anzahl von Mitarbeitern ist in der GmbH der Aufsichtsrat fakultativ. Da kann ein Beirat eingerichtet werden und auch im Innenverhältnis deutlich freier zu gestalten als in einer AG. Deswegen auch vornehmlich wird von der AG jetzt gesprochen in diesem Zusammenhang, weil das die meisten Startups betrifft in ihrer Organisationsform und auch einen Hinweis darauf liefert, dass es einfach deutlich einfacher zu organisieren ist, als wenn eine AG sich nach den kompletten Regularien im Aktienrecht gerichtet werden muss und damit die Gestaltung auch einfach einfacher wird. Was unterscheidet einen unterschiedlichen Beirat häufig, wenn man in die Gesellschaft der Verträge reinschaut, dann ist von einem Beirat oder der Option, einen Beirat einzurichten, die Rede, häufig aber nicht klargestellt, in welcher Funktion das ist. Das kann sehr unterschiedlich sein. Es kann A sein, dass es sich anlehnt an das Format eines Beirates in einer Aktiengesellschaft, das heißt mit den gleichen Aufsichts- und Kontrollfunktionen. Oder es kann auch nur ein beratender Beirat gemeint sein, der eigentlich unabhängig von diesen Kontrollfunktionen im Unternehmen ist. Es ist wichtig, dass es allerdings spezifiziert ist, welches Funktion oder ob es tatsächlich als Organ eingerichtet ist, weil daran eben entsprechende Pflichten und auch Rechte, aber auch Haftungen reden. Deswegen muss man wissen, von welchem Modell man im eigenen Unternehmen spricht. Ein rein beratender Beirat kann auch jeglich anderes sein. Es kann ein Expertengremium sein oder ein Advisory Board, was gar nicht weiter vertraglich verankert ist und aber keine Zustimmungspflichten mit in Anspruch nehmen kann. Warum ist das wichtig? Vielleicht, wenn man einmal auf die Wirtschaftsgesetze sieht, dann sieht man, in der GmbH bezieht sich die Einberufung und die Einrichtung eines Beirates auf die 51 folgende und verweist dann im anschließenden 52 auf das Aktiengesetz, in dem eben genau ausgeformt ist, wie ein Aufsichtsrat zu gestalten ist. Es kann in dem Innenverhältnis von einer GmbH freier gestaltet werden. Das heißt, man schließt den Bezug zum Aktiengesetz aus, hat damit bestimmte Formen der Organisation, die dort explizit in der Satzung geregelt werden und ist damit auch freier in der Gestaltung, wie viel Haftung man den entsprechenden Beirat auch freistellen kann. Wenn wir ins Aktiengesetz gehen, dann ist es sozusagen ein Format, in dem vollständig geregelt ist, wie in einem Handbuch, was zu tun ist, wie der entsprechend einzurichten ist, wie er mit der Hauptversammlung zusammenarbeitet, welche Mitglieder welche Stimmrechte haben, wenn sich das keine Einigung über die Einsetzung von einem Beirat formiert, wie entsprechend die gerichtlichen Entscheidungen dazu aussehen können, aber auch wie er intern organisiert wird, wie Beschlussfassungen zu erfolgen sind und eben auch, wie die Haftungen für den Beirat gestaltet werden sollen, da er entsprechend auch gleiche Sorgfaltspflichten hat wie ein Vorstand darüber hinaus. Und darüber hinaus ist eben wichtig die Orientierung, dass sich diese Sorgfaltspflichten auch am HGB oder im Zweifel auch am Insolvenzrecht orientieren. Im Folgenden gucken wir uns nur die GmbH an, das heißt nicht ins Aktienrecht dort vertieft einsteigen, sondern einfach für die praktische Gestaltung dort reinschauen, aber damit die Orientierung hat, dass wir uns irgendwie im Wirtschaftsrecht und sozusagen nicht nur aus der betrieblichen Brille auf eine Gestaltung von einem Beirat draufschauen. In dem Aktienrecht selber ist für die persönliche Auswahl, wer sich für einen Beiratssitz eignet, genau geregelt. Das ist natürlich eine natürliche und geschäftsfähige Person, die entsprechend auch das Geschäft versteht. Aber da geht es vor allem auch darum, hat diese Person viel mehr Aufsichtsratrollen, die sie begleitet. Das heißt, kann sie ausreichend zur Verfügung stehen dafür?
Gibt es irgendwelche Abhängigkeiten zu Tochtergesellschaften oder gibt es Verbandlungen, dass der Aufsichtsrat bei dem anderen Unternehmen als Vorstand tätig ist und vice versa, also bestimmte Zielkonflikte und Interessenskonflikte dort die Aufgabe beschränken oder auch selber schon in der Geschäftsführung beziehungsweise als Vorstand tätig war und damit sozusagen eine Kontrollfunktion für vorherige Tätigkeiten hat. Das schließt sich für die Einsetzung eines Aufsichtsrates aus. Entsprechend auch in der GmbH, man klar darüber ist, dass es keine Funktionsüberschneidungen gibt. Das heißt, kein Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer beispielsweise gleichzeitig auch im Aufsichtsrat sitzen kann. Dasselbe gilt für Geschäftsführung, die sich selber kontrolliert, schließt sich eigentlich aus. Man muss auch sehen, welche Parteien sind dort drin vertreten. Also innerhalb eines Gesellschafterkreises kommt es zu bestimmten Konflikten und soll dieser Beirat dazwischen vermitteln, dann darf er keine Partei dessen des Konfliktes sein. Es gibt bestimmte Regelungen, wenn man nicht Teil der Gesellschafterrunde ist, wie man mit externen Beiratsmitgliedern umgeht und dann eben noch die Qualifikation von einem entsprechenden Beiratsmitglied. Also ist er in der Lage, nach Business Judgment Rule zu handeln? Versteht er die Geschäfte derweit oder ist auch in der Lage, betriebswirtschaftlich zu entscheiden, wenn es zu zustimmungspflichtigen Geschäften kommt? Sehr wichtig ist der Zeitaufwand, den man unter Umständen, gerade wenn es Krisensituationen gibt, von Unternehmen in ein Unternehmen stecken muss. Das heißt auch, dass Beiratsmitglied entsprechend verfügbar sein muss, erreichbar sein muss, entsprechend auch unter Umständen in einer häufigeren Frequenz an den Beiratssitzungen teilnehmen können muss, wenn es denn erforderlich ist. Dazu kommt die Entscheidungsfähigkeit, also kommt es zu zustimmungspflichtigen Geschäften, dann ist einfach auch wichtig, dass ein Beiratsmitglied entsprechend sich eine Meinung bilden kann und sozusagen nicht nur über Enthaltungen agiert, also da auch entsprechend handlungsfähig ist und ist nicht aus den eigenen Interessen heraus steuert, sondern der Gesellschaft verpflichtet ist und damit auch sich entsprechend an den Mehrheitsentscheidungen orientiert. So, das heißt also, für ein Kompetenzprofil eines Beirates ist relativ umfangreich. Das heißt, A, die fachliche Kompetenz, die mit reingeht, der Überblick, was dieses Amt, was ein Organ ist, in der Rolle erfordert an Rechten und Pflichten, also somit ein bisschen in den Wirtschaftsgesetzen auch orientiert ist. Aus der wirtschaftlichen Perspektive die richtigen Entscheidungen für ein Unternehmen mittragen kann. Das heißt, auch da eine gewisse Urteilsfähigkeit oder Managementerfahrung von Vorteil ist. Und in dieser Rolle, in der es auch mal Vermittlung zwischen Gesellschaftern oder auch im Management geben muss, entsprechende kommunikative oder soziale Fähigkeiten hat. Wichtig zu wissen ist, das Amt wird von den Beiratsmitgliedern persönlich ausgeführt. Das heißt, es ist nicht übertragbar. In der GmbH kann man das auch eine Vertretung regeln, aber in der Regel ist es das persönliche Amt, das nicht übertragen werden kann. Es kann in einzelnen Situationen die Übergabe einer Stimmentscheidung, also rein als Überbringer gegeben werden, aber eben nicht die Rolle, in der man die Verantwortung überträgt. Das ist sehr wichtig für die Auswahl und auch die Verfügbarkeit oder wenn es in kritischen Situationen gesonderte Sitzungen geben muss und bestimmte Zustimmungspflichten, bestimmte Mehrheiten erfordern, ist es eben wichtig, dass das entsprechend auch ausgeübt werden kann. So, dann kommt es dazu, wie man eigentlich einen Beirat einrichtet und diese Einrichtung obliegt in der Regel der Gesellschafterversammlung. Das heißt, per Gesellschafterbeschluss kann ein Aufsichtsrat oder ein Beirat eingerichtet werden in der GmbH. Ganz üblicherweise ist es so, dass in Startups, in denen es schon Beteiligungsverträge gibt, auch die schon eine Option für die Einrichtung eines Beirates vorsehen. Oder eben so gestaltet sind, dass direkt schon ausgeformt ist, welcher Gesellschafter welche Entsendungsrechte in den Beirat hat, bis hin dazu, wer diese Sitze wahrnimmt. Ist das nicht vorhanden, macht das die Gesellschafterversammlung per Beschluss
und es kann auch entsprechend in den Satzungen schon ausgeformt sein, wie entsteht das Entsendungsrecht, wann ist sozusagen das Brand, die entsprechende Person entsendet, das Amt eingerichtet und dann auch entsprechend handlungs- und stimmfähig. Die Änderung zu einem Beirat sollte es in der Entwicklung des Unternehmens Änderungen geben, die das vielleicht nicht mehr erfordern, dann kann auch die Gesellschafterversammlung einen Beirat wieder abberufen. Für beratende Beiräte ist es nicht unbedingt notwendig, das wirklich in die Satzung aufzunehmen. Wenn es als reines Expertenkomitee, als reines Advisory Board ist, das keinerlei zustimmungspflichtige Geschäfte hat, kann man es auch in jeglicher Weise anders gestalten. Sehr wichtig ist allerdings, dass man auch eine klare Beiratsordnung hat, um zu sehen, welche zustimmungspflichtigen Geschäfte dort mit reinfallen, beziehungsweise wie die Stimmbildung dann auch gestaltet werden können. Damit ist klar, dass ein Beirat in der Form eines Aufsichtsrats ein Organ ist im Innenverhältnis, das bestimmte Kompetenzen hat, aber auch nicht die Aktivität oder die Kompetenzen eines anderen inneren Organs überschneidet. Das heißt, was die originär in die Gesellschafterversammlung gehört, wie beispielsweise die wirklich werterhaltenden Bestandteile, Satzungsänderungen, Nachschüsse für Finanzierungen, Aufhebung oder Liquidation von einer Gesellschaft, das gehört alles in der Gesellschafterversammlung, nicht in den Aufsichtsrat und es überschneidet sich auch nicht mit den originären Aufgaben der Geschäftsführung, der Vertretung der Gesellschaft, Erstellung von Jahresabschlüssen und dergleichen, sondern die sind davon sauber zu trennen. Was es aber wohl ist, dass die Rolle und die Pflichten, die dem Aufsichtsrat zukommen, auch aktiv wahrgenommen werden und alles, was dem dazu bedarf, um diese Funktion auszuführen, eben auch eingefordert werden kann. Das heißt, was gehört eigentlich typischerweise in die Zustimmungsrechte beziehungsweise in die Aufgaben des Aufsichtsrates. Das sind vornehmlich Dinge, die auch in der Geschäftsordnung stehen, also Zustimmungsvorbehalte für das operative Geschäft, typischerweise Budget, Aufstellung, Abberufung oder Einberufung von Geschäftsführung, Geschäftsordnungen und auch deren Kontrolle, was eher in der Gesellschafterversammlung zu verbleiben hat, sind Jahresabschlüsse, Entlastungen, Wahl von Wirtschaftsprüfern oder Gewinnverwendungen, auch da eben in die materiellen Werte hineingeht. Was ist aber die klare Kontrollfunktion, die ein Aufsichtsrat erfüllen muss und die er eben auch über das Einfordern von bestimmten Informationen sicherstellen muss. Also das komplette Sehen, ist ein Planungssystem vorhanden, ist ein Controlling-System vorhanden, ist ein Risikomanagement vorhanden, beziehungsweise kann der Aufsichtsrat entsprechend auch die Informationen oder die Systematik dahinter abfordern, um die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens sicherzustellen. Und aber auch die Rechtmäßigkeit, also gibt es etwas, was rechtswidriges Handeln vom Unternehmen sind, das kann bis hin zu einem entsprechenden Systematisierung von Datenschutz sein oder anderen rechtlichen Regularien, die nicht überschritten werden dürfen oder eben auch, dass wirtschaftlich gehandelt wird und entsprechend nicht dem Unternehmen in die Kasse gegriffen wird. Also hier hat er eine Überwachungs- und Kontrollfunktion, die er nicht selber führen muss, aber entsprechend die Informationen verlangt und erlangen kann, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Das bedeutet, diese Einforderung, und das manchmal orientieren ist, die er geben muss, um eben seiner Rolle gerecht zu werden. Das heißt, dass wenn ein Unternehmen auch beispielsweise in die Krise gerät, man entsprechend sehr viel enger tracken muss, welche Informationen der Aufsichtsrat benötigt, um entsprechend die Wirtschaftlichkeit oder entsprechend die Sicherung des Unternehmens feststellen zu können, viel häufigere Sitzungen oder einen sehr engeren Austausch mit der Geschäftsführung in diesem Fall bestehen kann. Das heißt, auch in belastenden Situationen dann auch der Austausch mit einem entsprechenden
Kontrollorgan sehr viel häufiger stattfindet. Und es ist dadurch, dass es eben auch mit bestimmten Haftungen und Pflichten verbunden ist, wichtig, dass da der Aufsichtsrat aus seiner Rolle heraus aktiv wird und entsprechend auch die Informationen einfordert, denn er darf sich nicht aushalten. Kann er denn bestimmte Situationen selber nicht bewerten, ist es auch in der Regel so, dass er Sachverständige dazuziehen kann, die ihm nicht die Entscheidung abnehmen, seine Kontrollfunktion auszuführen, sondern entsprechend die Informationen liefern, die ihn entscheidungsfähig machen können. Und es ist dabei wichtig zu verstehen, dass es dann ein Kontrollorgan ist, das auch entsprechend dokumentiert ist, gerade wenn es in schwierige Situationen vom Unternehmen geht. Das heißt, auch da eine Protokolle geführt werden. Jetzt die Frage, wozu richtet man einen Wahlrat ein, wenn es nicht unbedingt pflichtig in der GmbH ist, beziehungsweise fakultativ? Das kann sich aus unterschiedlichen Konstellationen innerhalb eines Unternehmens ergeben. Beispielsweise ein Unternehmen, das sich gegründet hat, sehr viel Family and Friends Kapital aufgegeben hat, das heißt eine sehr unstrukturierte Gesellschafterstruktur hat, die vielleicht nicht aktiv oder auch mit der entsprechenden Kompetenz im Geschäft involviert sind. Das heißt, man versucht dann den Kreis zur Professionalisierung, um Entscheidungen im Sinne des Unternehmens gerade in den zustimmungspflichtigen Geschäften schnell genug, aber auch kompetent genug durchführen zu können. Das heißt, das macht Sinn, dann bestimmte zustimmungspflichtige Geschäfte in diesen Kreis reinzuziehen und mit entsprechenden Beiräten auszustatten. Ganz klassischerweise ist es in Kapitalerhöhungen, das heißt, wenn neue Investoren an Bord kommen, so dass die entsprechenden Investoren, die viel Geld in das Unternehmen eingeben, sich auch ein Entsendungsrecht für den Beirat einrichten lassen, einfach um näher an dem Unternehmen dran zu sein, entsprechend die Kontrollfunktion ausführen zu können und damit auch bessere Einschätzungen zu haben, wenn es um Folgefinanzierungen geht. Deswegen ist das sehr üblich, dass dort Investoren auch einen Sitz veranschlagen. Wenn das Unternehmen weiter gewachsen ist, verschiedenste Finanzierungsrunden hinter sich gebracht hat, dann hat es oft einen sehr diversifizierten Gesellschafterkreis. Da gibt es neue Investoren, da gibt es Altinvestoren, da gibt es Investoren, die ganz unterschiedliche Beteiligungshöhen am Unternehmen haben, oder es gibt Gesellschafter, die vielleicht gar nicht mehr greifbar sind, weil sie im Ausland sind oder weil sie einfach ganz anderen Fokus haben in ihrem weiteren Leben, sodass sie für das Unternehmen als Ansprechpartner selten zur Verfügung stehen. Dann macht es Sinn, bestimmte Interessenvertreter zu poolen oder entsprechende Beiräte für die einzelnen Parteien im Unternehmen zu finden, die dann einen Beirat formieren, um einfach hier auch schneller und einfache Entscheidungen gründen zu können. Und eine weitere Möglichkeit ist, dass man eben das Unternehmen unterstützt, indem man Beiräte gewinnt, die eine bestimmte Öffentlichkeitswirksamkeit haben, dass eben Finanzierungsrunden oder eben auch das Anwerben von Mitarbeitern deutlich einfacher ist, weil sie einen bestimmten Trust-Faktor in das Unternehmen bekommen. Und dann muss man sehen, wie man sie integriert zu den Gesellschaftern und welche Rolle sie dort beitragen können. Häufig kommt auch vor in größeren Gesellschaften, wo es eben sehr unterschiedliche Gesellschafterinteressen geben mag oder auch das Management vielleicht intern Probleme hat, dass der Beirat dann als Vermittler oder Schlichter eintreten kann und eben dort stärker in diese vermittelnde Rolle geht, um das Unternehmen nicht zu belasten und schnell zu Lösungen zu kommen, dass man eben eine neutrale Stelle dafür hat. Das kann man sich einmal anschauen an verschiedenen Beispielen. Also wenn man einmal ein klassisches Gründungsunternehmen nimmt, wir haben jetzt mal hier drei Gründer, ein CEO, ein CTO und ein CSO, haben gerade das Stammkapital eingelegt, das Unternehmen gegründet und vielleicht einen ersten Investor an Bord genommen, der substanziell beteiligt ist, dann wäre das erstmal eine Konstellation, wo man sagt, da braucht man keinen Beirat
einrichten, weil man eigentlich im direkten Austausch mit dem Gesellschafter ist. Kann aber sein, dass man jetzt praktischweise auf die Öffentlichkeit Wirksamkeit setzt und man möchte bestimmte hochkarätige Personen an das Unternehmen binden, denen eine attraktive Position anbieten, also beispielsweise eine Beiratsposition, um für das Unternehmen eine Attraktivität zu schaffen. Das würde man klassischerweise dann in einem unabhängigen Advisory Board machen, denn der Investor selber wird nicht wollen, dass man in so einer Situation dann auf die wirtschaftlichen Entscheidungen, beispielsweise Mittelverwendung oder zustimmungspflichtigen Geschäfte, entsprechenden Einfluss nimmt, wenn man selber nicht Gesellschafter oder Beteiligter ist. Es kann aber auch so eine Mischform sein, dass man eher die Investorenrechte innerhalb der Satzung der Geschäftsordnung verortet und dann eben ein Advisory Board einrichtet, in dem nochmal rein beratend dem Unternehmen zur Seite gestanden wird und sich aber dort dann auch die Investoren zur engeren Begleitung mit einbinden. Andere Situation wäre ein Unternehmen, das vielleicht hier schon lange gebootstrapped hat. Es gibt Gründer, die substanziell beteiligt sind, die vielleicht über viele Runden erstmal Family and Friends eingebunden haben, dann eine ganze Reihe von Business Angels investiert sind, bis sie dann schlussendlich eine Runde mit einem Investor gemacht haben und vielleicht in späteren noch einmal weitere Investoren, die substanziell beteiligt sind und auch entsprechende Anteile haben, an Bord geholt haben. Das ist dann schon ein relativ großer Gesellschafterkreis, der sich dort abzeichnet, und man wird nicht wollen, dass dort Einzelentscheidungen in der großen Runde jeweils diskutiert werden müssen oder Entscheidungen zugerollt werden. Dann gibt es einmal die Möglichkeit, dass die Investoren, gerade die als letztes eingestiegen sind, in den Verträgen ihre Zustimmungspflichten über die Investorenmehrheiten oder einzelne Investoren festgelegt haben und sozusagen gar nicht die vorherigen berücksichtigen. Es kann aber dennoch sinnvoll sein, dass vielleicht aus der Runde von Business Angeln sehr wertvolle Köpfe dabei sind, die einen entsprechenden Beitrag zu dem Unternehmen leisten können durch den Input oder die Beratung, die sie dem Unternehmen geben, und vielleicht auch Business Angels gepoolt werden können, die gemeinsam eine Stimme haben, die in den Beirat reingeht. Also hier gäbe es unterschiedliche Konstellationen, die denkbar wären. Federführend wird aber wahrscheinlich sein, derjenige, der als am meisten investiert hat in den letzten Runden, wie die Ausgestaltung in so einem Beirat funktionieren kann. Anderes Szenario ist von Gründern, die schon sehr viele Beteiligungsrunden haben, wo es unterschiedlichste Investoren gibt, die substanziell aber auch schon investiert haben, unterschiedlich hohe Anteile haben und man dann eine Konstellation hat, in dem früher Investoren, die vielleicht gar nicht mehr nachinvestieren, am späten Einsteiger mit dabei hat, Investoren, die sehr unterschiedlich hohe Tickets investiert haben oder auch aus ganz unterschiedlichen Fondskonstellationen haben, unterschiedliche Laufzeiten haben, unterschiedliche Exit-Ziele haben, und um die in sozusagen stimmrechtlich etwas besser zu poolen zu können, macht es durchaus Sinn, dann einen Beirat zu nehmen, um A, eine Geschwindigkeit auch wieder hinzubekommen in zustimmungspflichtigen Geschäften, aber auch um deutlich die Entscheidungsfähigkeiten beziehungsweise die Kontrollrechte zu vereinfachen, die in so großen Kreisen entstehen. Dafür kann es ganz unterschiedliche Konstellationen geben. Also es kann sich Vertreter geben der Altinvestoren mit Vertretern der Neuinvestoren oder eben sich danach richten, wer hat wie viel Geld, also trägt so viel, wie viel Risiko im Unternehmen, oder eben wer ist als letztes eingestiegen. Das heißt, hat auch in der Perspektive die weitere Finanzierung des Unternehmens mit einem eigenen Engagement im Blick. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Konstellationen, was für das Unternehmen sinnvoll ist und wird wahrscheinlich in den jeweiligen Beteiligungsrunden dann auch festgelegt.
Als letztes noch mal ein Blick, wie eigentlich genau gestaltet werden muss die Beiratsordnung, was durchaus sinnvoll ist, festzulegen. Einiges kann auch direkt im Gesellschaftervertrag schon konstatiert werden, aber es macht sinnvoll, noch mal darzulegen, welche Entscheidungen vor allem fallen in einen Beirat rein, wie formiert er sich, also wer hat wann Entsendungsrechte, wie werden die Beiräte berufen oder auch abberufen, wer kann einen Vorsitz übernehmen und wie ist das Ganze beschlussfähig, dass man das festgelegt hat und eben auch, welche Veto- oder Beschlussgegenstände dort hineinfallen, beziehungsweise auch, wie die Teilnahme der Geschäftsführung geregelt ist. Das ist nicht so, dass die unbedingt einen Anspruch darauf hat, mit teilzunehmen an Aufsichtsratssitzungen. Aber ist es in der Regel in den GmbHs und auch in den Startups so, dass sie immer mit dabei sind, weil sie auch den entsprechenden Input für die Runde liefern. Es wird des Weiteren geregelt, wie man Sachverständige hinzuziehen kann und die Stimmrechte geregelt sind. Es ist wichtig, dass diese Beiratssitzungen, die den kontrollierenden Beirat hat, entsprechend auch dokumentiert sind. Das heißt, es muss entsprechend der Tagesordnung dann auch ein Protokoll erstellt werden, insbesondere wenn es um Stimmrechte geht und dass diese eben auch beschlussfähig sind. Das heißt, die entsprechenden notwendigen Stimmen vorhanden sind und auch die Beschlüsse dementsprechend dokumentiert sind. Die Frage, die sich da häufig daraus ergibt, wie wird dann mit der Gesellschafterversammlung interagiert? Das heißt, welche Informationen müssen wann an die Gesellschafterversammlung weitergegeben werden? Das ist besonders wichtig in Krisensituationen, wenn sehr enge Abstimmungen mit dem Aufsichtsrat bzw. Beirat getätigt werden, es zu vielen kleinen Entscheidungen kommt, die vielleicht viele Gesellschafter nicht mitbekommen, dass entsprechend geregelt ist, wie auch der Informationsaustausch stattfindet, dass eben auch die Gesellschafter dort im Bilde sind. Hinzu kommen eben auch Verschwiegenheits- und auch Informationen, die an den Beirat geben, wie sie dann auch im Falle eines Austrittes behandelt und zurückgegeben werden. Genau, das ist erstmal der Überblick über die Sitzung, die Einrichtung und die Ablauf von einer Sitzung. Die Fragestellung ist darüber hinaus, wann kann es dann zu Konflikten mit einem Beirat werden oder typischerweise es zu Auseinandersetzungen auch zwischen Geschäftsführung und Beirat kommen kann. Das eine ist, wenn der Beirat seine Rolle, und das ist sozusagen die Organstellung, die wir vorher gezeigt haben, nicht wahrnehmen kann, also Informationen abfragt, die nicht kommen, das Kontrollsystem nicht etabliert wird, auf bestimmte Missstände hingewiesen werden, wo dann die Geschäftsführung nicht agiert, beziehungsweise er nicht in die Lage versetzt wird, Zustimmungen zu erreichen, wenn einfach Dinge durchgesetzt werden und man sich einfach im Nachgang nochmal die Zustimmung dafür holen will. Das führt in der Rolle, die dann der Aufsichtsrat nicht ausführen kann, häufiger einmal zu Konflikten und ist auch relativ kritisch für die Geschäftsführung dann. Das Zweite ist, wenn eben eine Rolle des Beirates wahrgenommen ist, die er meistens in einer Entsendung eines Gesellschafters hat. Das heißt, keine Zielkonflikte darin entstehen können, was die Gesellschafter selber an Zielen haben mit dem Unternehmen. Denn der Beirat ist im Unternehmen selbst verpflichtet und nicht dem Gesellschafter, der investiert ist in den Entscheidungen, die dort getroffen werden. Und das Zweite ist, wenn es ein Auseinanderdriften gibt von sehr vielen Gesellschaftern, die eben in den Interessen nicht mehr gepoolt werden können, man sehr unterschiedliche Zielkonflikte dann im Unternehmen hat, beziehungsweise dann vielleicht diejenigen, die durch den Beirat enger an dem Unternehmen dran sind, Gesellschafter, die sehr weit weg vom Unternehmen sind, da entsprechende Interessen auseinandergehen über die Zielkonflikte in dem Unternehmen und es eben dann zu Auseinandersetzungen kommen kann. Das muss man einen Blick behalten und deswegen ist es wichtig zu verstehen, nochmal so als Rounding Up, was ist diese Rolle des Aufsichtsrates, welche Rechte und Pflichten hat er und wie führt er auch sein Amt dort
letztendlich aus? Das heißt, was kann er dort einfordern, dass es entsprechend der Geschäftsführung klar ist und dass er auch entsprechend die Rolle wahrnimmt und dort der Austausch geregelt ist. Man sich also auch genau überlegt, wer die passende Besetzung ist im Beirat, um damit einen funktionsfähigen Austausch zwischen den Organen zu haben. Genau, das als Überblick einmal von mir und dann würde ich auch gerne an die Q&A übergeben und hoffe, dass Claudia mich hier unterstützt, entsprechend die Fragen, die ihr reingegeben habt. Sehr gerne, vielen Dank, Tanja. Genau, also nochmal die Aufforderung, ihr könnt super, super gerne über die Fragenfunktion Fragen stellen. Wir haben bereits 4 Fragen von Helge, die ich dir nicht in einer Reihe vorlesen werde, sondern gestückelt, dass wir die nacheinander abarbeiten. Ich denke auch, dass es Fragen sind, die für alle super interessant sind. Ich starte einfach mal mit der ersten. Sind Beiräte per NDA zur Geheimhaltung verpflichtet? Wie sichert man dies ab, wenn Beiräte externe Experten hinzuziehen sollen, diese aber eventuell kein NDA unterschreiben wollen? Also Beiräte sind der Verschwiegenheit verpflichtet qua ihres Amtes. Ja. Das ist genau geregelt und Sachverständige, da wird ja in der Regel auch ein Vertrag gemacht, wenn die hinzugezogen werden und der Schweigepflicht unterstellt. Okay, und die externen Experten? Da ja noch die Ergänzung dazu. Genau, da würde man dann entsprechend, die treten ja praktisch dann auch der Beiratsordnung bei. Das heißt, wenn man jemanden dazu bringt, dann würde man dem auch entsprechend eine Verschwiegenheit mit unterschreiben. Weil sonst macht es keinen Sinn, wenn Sie also sagen, dass eine Aufsichtsratrolle Beamt wahrnehmen, sind Sie dazu verpflichtet und geben das auch ab. Okay. Wenn es ein reiner Advisory ist, Board ist beispielsweise, der jetzt nicht eine Aufsichtsratfunktion ist, dann sind die ja in vielen, sagen, wirtschaftlichen Entscheidungen oder zustimmungspflichtigen Geschäften gar nicht eingebunden, sondern dann ist es vielleicht ein reines Expertenkomitee, wo man eher deren Außensicht sozusagen für sich auch nochmal eigentlich nutzt, ohne dass man unbedingt interne Informationen vom Unternehmen zur Verfügung stellt. Tut man es aber doch, ist es halt schon geraten, dass man das dann noch macht. Okay, dann mache ich mal mit Frage 2 weiter. Es ist üblich, Beiräte auf die von dir angesprochene Öffentlichkeitswirkung PR auch im gewünschten Umfang vertraglich zu verpflichten. Ich glaube, das kann man nicht im Sinne von einem Dienstleisterverhältnis machen, ja, sondern letztendlich ist es eine Rolle von jemandem, der eine bestimmte Öffentlichkeitswirksamkeit mitgibt und dadurch seinen Inhalt oder sozusagen sein Gesicht dem Unternehmen zur Verfügung stellt. Sonst ist es eine Frage, ob das eine Dienstleisterrolle ist, wo man entsprechend einen dann eigentlich eher wie einen Vermarktungsvertrag oder so etwas machen würde. Okay, dann machen wir mit Frage 3 weiter. Welche Honorierung ist für Beiräte bei einem Startup üblich, ausgenommen Investoren, die honorarfrei bleiben? Ja, da gibt es die komplette Bandbreite. Also klar, wenn Gesellschafter, die an Bord sind, machen das ja meistens ohne Vergütung oder eben nur gegen die Kosten, die dort entstehen. Wenn es externe sind, dann gibt es die komplette Bandbreite für diejenigen, die komplette Tagessätze nehmen, bis hin die es für rein per Equity machen. Also alles möglich. Da muss man sehen, ob man die passenden bekommt, die man auch dann leisten kann oder ob die es sogar pro bono machen, wenn das ein sehr spannendes Unternehmen ist. Mhm. Dann nehme ich noch die 4. Frage von Helge. Bei geschäftsführenden Gesellschaftern ist es etwa bezüglich der Rentenversicherungspflicht wichtig, dass gegen sie keine wichtigen Gesellschaftsbeschlüsse gemacht werden können. Wird dies üblicherweise mit dem Beiratsrechten in Einklang gebracht? Das kann ich dir ehrlicherweise nicht beantworten. Das müsste ein Jurist klären. Okay, dann machen wir mit einer Frage von Georg weiter. Wann wird üblicherweise der Beirat in der zeitlichen Folge nach der Gründung aufgestellt? Da gibt es keine Vorteile. Also wir haben ganz häufig ganz junge Unternehmen, die starten und über Jahre keinen Beirat haben, weil es einfach nicht erforderlich ist, wenn es ein sehr kleiner Gesellschafterkreis ist, mit dem man im guten Austausch sitzt.
dann wird in der Regel gar nicht mal ein Beirat unbedingt eingerichtet. Es kommt wahrscheinlich in den Laufe der verschiedenen Finanzierungsrunden, je mehr sich dieser Gesellschafterkreis diversifiziert, dann dazu, dass es sinnvoll ist, einen Beirat einzurichten. Und das ist jetzt unabhängig davon nach der Gründung. Man macht das oft so, dass es dann in den Gesellschafterverträgen schon die Option drin ist, dass man einen Beirat einrichten kann, optional, und macht das dann zu dem Zeitpunkt, wo man denkt, dass es sinnvoll ist, meistens im Zuge von weiteren Finanzierungsrunden. Wir haben hier noch ein konkretes Beispiel, was so ja an dieses Thema anschließt, von Tobias. Wir sind am Ende der Produktentwicklung und wollen zu Weihnachten hin den Markteintritt starten. Was ist der beste Zeitpunkt, einen Beirat zu ernennen? Also ich weiß nicht, ob es unbedingt mit der Produktentwicklung zusammenhängt, sondern eigentlich mit dem Stadium des Unternehmens. Ja? Also wie ist man aufgestellt im Gesellschafterkreis? Ab wann ist es sinnvoll in den Zustimmungspflichten, dass man einen Beirat einrichtet? Oder braucht man Experteninput, ja, dazu, dass man ein Advisory Board haben will? Das ist jetzt nicht unbedingt von der Produktentwicklung abhängig. Ne? Also es ist natürlich auch ein Gremium, was man einrichtet, für das man auch die entsprechenden Zeit haben muss für die entsprechenden Sitzungen und das Informationsbedarf, den das Gremium dann auch hat. Genau, aber das ist von der Konstellation eben abhängig. Wunderbar, dann machen wir mit einer Frage von Daniel weiter. Ein Beirat als festes Organ benötigen wir derzeit nicht. Gut wäre ein beratender Beirat ohne feste Regelung und ohne haftende Organschaft. Geht das? Wie wäre der einfachste Weg, das zu regeln? Das geht sehr wohl. Man muss es einfach nicht auch als Beirat in seine Verträge aufnehmen, sondern man kann ja einfach ein jegliches, wie man es nennen will, ein Expertenkomitee, ein gesondertes Advisory Board oder auch ein sonstiges Gremium einrichten, das sich eben nicht als Entscheidungsorgan in den Funktionen und auch in den Aufgaben hat konstelliert. Okay. Wir haben noch ein paar Fragen zur Entlohnung. Das scheint ein interessantes Thema zu sein. Ich mache mal mit einer Frage von Mario weiter. Wie hoch wären solche Tagessätze im Hinblick auf die Entlohnung der Beirate? Und werden dann nur Tagessätze für die Sitzungstage bezahlt oder auch bereits für die Vor- und Nachbereitung? Also wie gesagt, da gibt es die komplette Bandbreite in der GmbH. Es kommt auch auf die einzelnen Funktionen drauf an. Also manche steigen ein und wollen selber noch ein Ticket lösen, machen es dann als eigene Gesellschafter. Manche machen das in Form von Equity. Andere machen es als Beratungssätze, die dort drin sind, aber sozusagen über das Gesamtamt. Das muss man sich wirklich im Einzelnen anschauen. Okay, dann machen wir mit einer Frage von Marius weiter. Wie überzeuge ich hochkarätige Personen, mir als Beirat zur Seite zu stehen? Welche Anreize kann man in Aussicht stellen? Also das Wichtige ist, dass man zu dieser jeweiligen Person, die vielleicht für einen selber eine Öffentlichkeitswirkung hat, auch spannend genug ist, also sich selber in demselben Umfeld bewegt, dass diese Person davon auch überzeugt ist, für dieses Unternehmen sozusagen damit verbunden zu sein. Und dann ist es so ein bisschen eine individuelle Sache, was für diese Person auch entsprechend interessant ist. Ja, also ob man die jetzt rein als Advisory Board nennt und mit auf der Webseite aufführt, ob die sehr interessiert ist, sozusagen, sie will mitdiskutieren und regelmäßige Austausch haben. Das ist aber sehr individuell von den Personen abhängig. Man muss als Unternehmen einfach auch spannend und attraktiv genug sein, dass die für sich selber auch das Potenzial drin sehen, dafür zur Verfügung zu stehen. Okay. Dann werden wir erstmal mit den Fragen durch. Also es können gerne noch Fragen gestellt werden. Ich würde nochmal dazu aufrufen, nutzt gerne die Chance, Tanja zu fragen, was euch auf dem Herzen liegt. Ich würde sagen, wir warten noch ein wenig. Es ist gerade noch eine Frage zum Thema Vergütung reingekommen.
Was zahlt man einem Beirat, der beratend tätig ist, aber nicht als Mitglied eines festen Organs? Also das wäre ja praktisch jetzt außerhalb des Aufsichtsrats oder der Beiratsfunktion, dann ist es letztendlich, wie man einen jeweiligen Berater einfach auch vergüten würde. Da gibt es auch bei Startups-Bereich die komplette Bandbreite. Manche machen ja Beratungen gegen Equity, andere haben spezielle Startup-Sätze. Das ist wie ein Dienstleister im Prinzip zu betrachten. Okay, ich würde sagen, wir warten noch ein wenig, ob noch Fragen reintrudeln. Genau, also ihr könnt gerne noch die Zeit nutzen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn wir heute ja früh ins Wochenende gehen können. Genau, ansonsten stehen wir natürlich zur Verfügung auch für Fragen im Nachgang, also auch gerne direkt an mich per E-Mail. Meine Kontaktdaten sind auf der Webseite, also sehr gerne mich auch da anschreiben oder über LinkedIn oder dergleichen. Und auch das Team steht für Fragen zur Verfügung. Ich kann auch nochmal auf unsere monatliche Pitch-Session hinweisen, wo auch unsere Kollegen online zur Verfügung stehen, um sich so mal erstes Feedback einzuholen und auch solche Fragen nebenher geklärt werden können. Genau, ich werde euch auch Tanjas E-Mail-Adresse mit in das Handout reinsetzen, dass ihr die auch ne, einfach kopieren könnt. Wir haben eine Frage von David bekommen. Geht der HTGF immer mit in den Beirat? Wenn ein Beirat eingesetzt sind, wollen wir in der Regel auch einen Beiratssitz mit in Anspruch nehmen, einfach um das Unternehmen auch gut begleiten und strukturieren zu können. Genau, in der Regel ja. Sehr gut. Wunderbar. Kommen erstmal keine neuen Fragen rein. 10 Minuten vor Schluss, ist auch nicht schlecht, dann können wir heute früh ins Wochenende gehen, auch schön. Genau, also ich würde sagen, wenn jetzt keine weiteren Fragen kommen, wie gesagt, das Angebot von Tanja steht, dass ihr gerne, wenn ihr jetzt noch in der Nachbereitung irgendwas auf dem Herzen habt, wenn euch noch was einfällt, euch noch was unklar ist oder ihr wirklich konkrete Fälle habt, die einfach ein bisschen umfassender sind, dass ihr gerne ja auf sie zugehen könnt und ja einfach in den Austausch per E-Mail geht. Tanja wird sich gerne die Zeit nehmen, eure Fragen zu beantworten. Ja. Und dann würde ich sagen, wenn jetzt wirklich nichts mehr reinkommt, ja, schließen wir das Seminar. Und ich möchte mich sehr herzlich bedanken für alle, die heute dabei waren und natürlich auch bei dir, Tanja, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, uns heute dieses Thema vorzustellen und würde dann, da kam noch eine Frage, die würde ich auf jeden Fall noch super gerne vorlesen, denn ich glaube, es interessiert tatsächlich auch viele. Wieder eine Frage von Helge. Gibt es Verzeichnisse von interessanten Experten, Persönlichkeiten, die an einer Beiratsfunktion Interesse haben? Also wir machen zum Beispiel über unser Relationship Management, haben wir guten Zugang zu sehr vielen Experten, die auch Beiratsfunktionen haben. Das stellen wir unserem eigenen Portfolio gerne zur Verfügung, auch da nochmal jemanden zu finden, der passen kann. Ansonsten gibt es sicherlich unterschiedliche Verbände, die sich auch für Aufsichtsräte zur Verfügung stellen können oder gute Verbindungen haben zu Personen, die auch Aufsichtsräte, Aufsichtspositionen wahrnehmen können. Ich denke jetzt mal gerade an so Verbände wie FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte, die da Kontakte haben. Oder auch, dass man auch direkt eben Personen anspricht, wo man glaubt, dass sie sehr guten Mehrwert für das Unternehmen bringen können. Sehr gut. Ja, jetzt kommt noch eine Frage von Daniel. Gibt es gute Muster zu Regelungen eines Advisory Boards ohne feste Organschaft?
Das hängt dann wirklich sehr stark von dem Unternehmen ab, was es inhaltlich will, wie es sich konstituieren will. Aber es steht dem Unternehmen ja frei, dafür so auch eine eigene Ordnung zu schaffen. Das heißt, sich darauf zu committen, wie häufig man sich mit diesem Advisory Board trifft, wie es ausgestaltet werden soll, wo man dort Inhalt, Input bedarf oder vielleicht Sparringspartner bedarf oder Feedbackrunden. Das legt man dann relativ informell fest, wenn es eben kein Organ ist. Okay, wunderbar. Kommen erstmal keine neuen rein, aber vielleicht nutze ich die Zeit schon mal, auf unser nächstes Seminar hinzuweisen. Ich freue mich sehr, dass wir ein Thema behandeln werden, was sich sehr, sehr viel gewünscht wurde in der Umfrage. Ja, das Thema ESOP, also das Thema wird sein Erfolgsbeteiligung durch ESOP. Und ja, das wird am 22.10. stattfinden mit unserem Kollegen Jens. Und ihr könnt euch natürlich jetzt auch schon anmelden für dieses Seminar, wenn ihr Lust habt. Und ja, hoffe, dass ich natürlich wieder ganz, ganz viele von euch begrüßen werden darf. Und genau, das ja, waren, glaube ich, auch schon genug der abschließenden Worte bisher. Ich freue mich, wenn ihr an unserer Umfrage auch teilnehmt. Und ja, wünsche euch dann schon mal, wenn jetzt nichts mehr reinkommt, ein schönes Wochenende. Und danke dir, Tanja. Danke Dann. ebenso, Claudia, für die Organisation und an die Runde für die Teilnahme und freue mich im Nachgang, wenn es noch Austausch gibt. Genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis nächsten Monat und ein schönes Wochenende euch allen. Tschüss! Danke sehr, tschüss.